So, wir schauen dann jetzt erstmal, dass wir hier im Sturm Sangtal alle Quests fertig kriegen. Hier sind keine mehr. Hier sind nur noch hier. Ja. Und hier haben wir jetzt noch die eine. Wahrscheinlich der andere im Fass dann auch noch. Hier zwei zum Abgeben. Hier drüben ist eine neue Quest. Könnte schaffbar Spuckt's sein. aus. Seemannsgarn, Angeln mit Blei. Hört euch Meister Kanoniers Schnurs Geschichte an. Dort zieht was auf. Ich spüre es in den Knochen. Hey, ich erinnere mich gut daran. Das Pilgerfreudenfest stand an und ich sollte den Hauptgang für das Bankett fischen. Da habe ich gemerkt, dass ich meine Angelrute vergessen hatte. Ein Fischer ist nur so gut wie seine Angelrute, wenn er mich fragt. Gezeit nochmal! Ich habe meine Wie Angelrute auch immer, vergessen. Wir brauchten Fisch für das Fest und zwar jede Menge. Also zog ich los. fügt einem Gegner Feuerschaden zu. Fliegenfischen löst einen Schub nach vorne aus und fügt Gegnern in der Nähe Feuerschaden zu. Okay. Was? Berge von Ich Fischen? wollte bloß noch ein bisschen die Aussicht genießen. Wir gehen einfach mal Ich hier habe hin. kein Ziel. Der ist platt wie eine Flunder. Wow. Der ist platt wie eine Flunder. Der Angriff ist aber geil. Der ist platt wie eine Flunder. Der ist platt wie eine Flunder. So macht Fischen Spaß. So, und wo sind hier Berge von Fischen? Sowas nenne ich Fischen. So macht Fischen Spaß. Oben? Ach, da oben muss ich hin. Bäh. Platt wie eine Flunder. Da hoch muss ich. Der ist platt wie Nicht eine runter. Flunder. So, das dann. Wo noch? Hier. Und da unten. Platt wie eine Flunder. Ah. Ich muss zuerst etwas So anvisieren. was nenne ich Fischen. Meine ganzen gefangenen Fische haben den Hunger vom großen Leviathan Was Osumat zuckt geweckt. mir Schrecken? Osumat, nicht an meinem Koi. So Nicht macht drauf haben Fischen Sie. Spaß. Das ist zu weit entfernt. Sowas nenne ich Fischen. Der ist platt wie eine Flunder. Als die Tentakel der Bestie erledigt waren, war es Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Gut, dass ich meine besondere Kugel hatte. Habe ich für genau so einen Anlass immer um den Hals getragen. Ach, das war's schon. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und so knüpfte ich das Ungeheuer der finsteren Tiefen an genau diesem Ei, Mast auf. Sinfloy hat recht. Seit dem Kataklysmus hat keiner Osumat gesehen. Alles auf Kurs bei euch? Ah, Die und Flut Sinfloy hat wartet auch auf eine niemanden. Geschichte auf Lager. Echt? Geht es dann die ganze Zeit? So. Hört Senk bleibt bei seiner Geschichte zu. Ach du Scheiße. Wuff, 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 wuff. Ah, hier. Oh Leute. So.
So, davon müssen wir jetzt 15 Stück killen. Und die auch. Lässt eine Bombe direkt. Okay. Ey. Ja, wir müssen da rüber. So, davon brauchen wir nur noch 3. Fünf, fünf, fünf. Da noch eins und dann haben wir das auch. War schon fertig. Der Helm ist euch zu Kopf gestiegen. Eher glaube ich, dass Schnur wirklich mal was gefangen hat. Da muss ich zustimmen. Hey, Moment mal. So, ich erzähl mal, wie ich die zwei Fischköpfe hier getroffen habe. Noch mehr. Carpe diem. Ich war auf Wache. Ausschau nach diesen dreckigen Nagerhalten. So, da unten. Signalfeuer. Und auf der anderen Seite. Für Königin Ashara. Also ich glaube, mit einer Folge wird das nichts hier. So viel Seemannsgarn. So, dann Fernrohr. Was ist das? Dann habe ich's am Horizont gesehen. Eine Bestie, wie ich noch keine gesehen habe. War das schon alles? Was bringt mir springt in Barums Schlund hinab. Dank eines messerscharfen Versterns wusste ich genau, wie ich die Bestie klein kriege. Und zwar mit meinem Angelgeschick. Klappe zu, Schnur. Warte, bis ihr dran seid. Hallo, kann ich auch mal was machen? Aber jetzt kommt doch die Stelle, wo ich mich mitten in seinen Rachen stürze und ihm von innen den Bauch aufschlitze. Na gut, Schnur und Senkblei haben geholfen. Aber der Rest ist wahr. Jedes Wort. Erfolg errungen. Seemannsgarn. So, das war's schon. Ich hab gedacht, da kommt jetzt nochmal so ein Umlauf. Wie auch immer man es nennen möchte. Gut, dann. Da drüben ist ein Flugpunkt. Warum mounten die mich immer ab? So. Dann einmal hier zu dem Flugpunkt. Da oben. Wo ist eigentlich hier die Truhe? Ist sie drin? Seltsamer Getreidesack. Hier. Ja, Kriegsressourcen haben wir jetzt nicht so viele, aber ist ja auch nicht so schlimm. Gut, dann wo fliegen wir jetzt hin? Ich würde sagen, wir fliegen hier hin.
Mettbrauerei und reiten hier rüber und gucken mal, was da für eine Quest ist. Na, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Hoffentlich fängt es nicht wieder an zu knacken. Oder wir reiten von hier aus erstmal hier zurück und geben die Quest ab. Ja, das ist, glaube ich, sinnvoller. Müssen wir eigentlich in Suldasa dann komplett auch durchquesten? Weil das ist ja Hordegebiet. So, wir müssen darüber und landen hier unten. Okay. So, dann einmal hierhin. Ist aber auch blöd, dass es so gesehen in der Hauptstadt keinen Flugpunkt gibt. Also in der größten, neben Fort Delin ist es so gesehen die größte Stadt hier, die noch steht. Etwas komisch. So, hier drüben einmal abgeben. Ne, die noch nicht. Wir geben erstmal die andere ab. Seid ihr hier, um mit anzupacken? So, da ist Donnerschnauze. Die Flut leite euch. Weil da kriegen wir nämlich keine Folgequest. Einmal reparieren, Scheißzeug verkaufen. Ist praktisch, wenn gerade einer da steht. Und hier Quest beenden. Ja, das war's. Gibt keine Quest mehr hier. Was? Hier gibt's einen Flugpunkt. Ihr seid weit weg von zu Hause. Hätte ich auch direkt hier hinfliegen können. Gut, dann fliegen wir jetzt hier rüber und gucken dann mal, was da drüben für eine Quest ist. Ja, das ist, wenn man einfach klickt, ohne zu gucken. So, ich muss einmal darüber. Da waren wir ja auch schon gewesen. Was cool wäre, wäre, wenn das Schiff hier schwimmen könnte. Weil viele haben den Schreiter ja noch nicht. Und da muss man ja ewig Ruf farmen. Das wäre schon cool. Nee, ich habe jetzt keine Lust auf Seebeliter. Und auf die Insel habe ich eigentlich auch keine Lust. Das war ja die Insel, wo wir das letzte Mal so ziemlich abgekackt sind. Schön da bleiben. Aber ich frage mich, warum es hier wieder eine Quest gibt. Weil wir hatten hier doch schon gemacht. Wir gucken mal kurz. Wer die See achtet, ist Schmuck und Tand. Berg 3 Kisten machen wir morgen. Wird wieder rein sein. Ah ja.